und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator beziehungsweise einem neuen Let's Play. Wir sind hier auf einer komplett neuen Map, die habe ich durch Zufall entdeckt. Und zwar heißt die Klingenbach. Wir sind hier erstmal in unserem schönen Wohnhaus. Und hier natürlich auch auf unserem Hof. Und wir haben hier schon ein paar Fahrzeuge stehen. Ich muss gestehen, ich war hier schon mal auf der Karte. Deshalb ist ein Traktor nicht mehr da, wo er sein sollte. Aber das ist, denke ich, nicht ganz so wild. Wir haben hier zum einen den Hürlimann. Den kennen wir ja schon. Basisanhänger. Dann haben wir hier ein Kramer Gabelstapler. Oder nee, Radlader. Radlader mit Gabel. Hier noch ein paar Anhänger. Da haben wir... Oh, da haben wir sogar einiges stehen. Ein Pöttinger Ladewagen. Einen Schwader. Ein Zetter. Ein Mähwerk. Ein Garant Güllefass. Dann hier noch ein Miststreuer, glaube ich. Genau. Und ein Mähdrescher. So, viel mehr steht hier, glaube ich, gar nicht rum. Doch, da hinten steht noch was. Ich möchte euch jetzt erstmal die Karte ein bisschen vorstellen. Wir gucken auch mal hier rein. Ich muss hier wirklich halten. So, hier haben wir nämlich auch irgendwas drin. Und ich glaube, das war die Futtermischanlage. Wir gucken gleich mal, ob das richtig ist. Natürlich sollten wir da drin nicht rauchen. Hier steht schon Anhänger, aber ich weiß nicht, was drin ist. Ah, hier haben wir sogar noch ein paar Zubehörteile für unseren Radlader. Die Map ist so aufgebaut, dass es hauptsächlich darum geht, Produktionszweige zu vollführen. Darum werden wir hier ziemlich viel Spaß haben. Und ich habe natürlich auch schon ein paar Mods mit drin. Hier haben wir übrigens einen Waschplatz. Der sieht interessant aus. Hier haben wir ein Zuckerrüben und ein Kartoffel-Erdäpfellager. Ich weiß nicht, ob hier schon irgendwas drin ist, aber die könnten wir hier einlagern mit den Tunneln. Dann, was haben wir hier denn noch? Hier haben wir noch irgendwas. Was ist hier? Mischfutter. Ah ja. Okay, also hier ist die Mischfutteranlage. Hier steht sogar was. Futtermischhalle. Es ist eine das ist eine Futtermischhalle. Ja, es steht ja auch drauf. Hier kannst du dein eigenes Futter für deine Milchkühe herstellen. Erste Bucht Stroh, zweite Bucht Silage, dritte Bucht Gras. Hier haben wir ein Sternchen. Leider ist es aus technischen Gründen nicht möglich, dieses mit Heu und Gras zu betreiben. Das heißt, wir brauchen unbedingt Gras. Hier steht auch alles dran. Hier schön Stroh, Silage und Gras. Kein Heu. So, also, das ist diese Halle. Dann haben wir hier ein schönes Zeichen mit Trinkwasser. Das hier ist also unsere Wasserquelle. Schönes Bächchen, was hier durchfließt. Und hier... Ah ne, auf der anderen Seite kriegt man das Futter raus. Okay. Alles schön aufgebaut. Hier gibt es auch hinten dran natürlich noch so ein... Was ist das? Ein Aggregat. Flammable gas. Keep fire or flames away. Flames wäre besser gewesen. Flame away. No smoking. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier haben wir noch eine Lagerhalle. Und wir kommen gegenüber von der Straße. Ich laufe mal hier auf der falschen Seite. Hier haben wir schon die Schafe, glaube ich. Schafe oder Kühe? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das müssten die Schafe sein. Und da haben wir noch irgendwas Rotes. Fertilizer. Liquid Fertilizer. Okay. Und was haben wir hier? Auch nochmal Liquid Fertilizer. Also eine Map, die zwei Sachen gleichzeitig abpumpen kann. So ein kleines Dörfchen hier. Ja.
Dann sind wir, glaube ich, fast durch mit dem Hof, oder? Nee, wir haben noch nicht gezeigt, wo die Schweine und die Kühe sind. Also müssen wir da noch schnell hin. Und dann begeben wir uns zu den anderen Sachen, die hier auf der Map verbaut sind. Hallo Nachbar, ich gehe mal hier gerade durch deinen Garten, ja? Vielen Dank. So, hier haben wir ein Gülledepot, glaube ich. Ja, sieht so aus. Hier, Gülleschlauch. Passt. Dann müssten hier wahrscheinlich auch gleich... Ah ja, das sind die Schweine drin. Ich glaube, wir machen Bio-Schweine. Also wenn ich das hier... Ne, das sind die Kühe. Ich wollte mich gerade schon... Hier, das ist nämlich für die Kühe. So eine Melkstation oder sowas. Ja, ich glaube, das ist eine Melkstation. Hier unten, das sind die Dinger, die die Zitzen rankommen von den Kühen. Hier haben wir noch so ein Bürstenteil. Alles vorhanden. Oh, da steht noch was. Haben wir da noch mehr Equipment? Nee. Ah, nee. Was ist denn das? Okay, das ist nur Deko. Aber das sind wohl so, so Laufställe für Kälber. Cool, vielleicht werden die sogar in der Folge, im Let's Play dann auch gefüllt. So, und dann müssten hier... Ah ja, hier hinten. Da sind die Schweine. Aber die sind gar nicht abgetrennt. Kann das sein? Sind die gar nicht abgetrennt zu den Kühen? Das sieht wirklich so aus. Sieht aus, als wären die Kühe und die Schweine im selben Gehege. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ah, hier, Schweinestall. Gut. Alles am Hof, was wir brauchen. Da steht noch eine Schubkarre. Wir haben außerdem... Ah, hier steht auch noch was. Genau, hier oben stand er. Wir haben, glaube ich, noch einen Massey Ferguson. Mit einem... Mit der grünen Amazon... Sämaschine. Die steht schon beim Shop, weil ich wollte letztes Mal, als ich hier mal reingeschnuppert habe, muss ich dann sowieso Saatgut kaufen und Düngemittel. Hier haben wir noch einen Düngestreuer, einen Pflug, einen Grupper und eine Kartoffelsämaschine, glaube ich. Die könnten wir eigentlich dann mal verkaufen, weil Kartoffeln werden wir am Anfang definitiv nicht produzieren. Oder herstellen. Und das war's, glaube ich, von unserem Equipment. Dann springen wir mal schnell hier zum Massey. Ah, ne, ist ein Zetter von Frontera 150 HD. Genau, hier am Shop. Aber wir gucken uns die Karte so an. Ich gehe mal hier kurz... Achso, nee, verkaufen möchte ich nicht. Wir müssen hier unter anderem den Motor anmachen. Wir müssen alles Mögliche selbst tun. So, hier sind wir drin. Also, wir brauchen als erstes etwas Saatgut, ein Big Pack. Ja. Saatgut. Okay. Und Mineraldünger. Auch gut. Und dann können wir den, wo steht denn das Zeug? Hallo? Steht das etwa hinterm Haus? Dann können wir die Sämaschine auffüllen. Und ich sehe gerade, warte mal. Okay, die kann nicht so viel machen, also werden wir hier erstmal Soja anpflanzen. So. Dann machen wir hier mal voll. Ja, dauert halt ein bisschen. Wir haben diverse Mods drauf. Unter anderem die Realistik-Mods. Die Mod für... Kann ich hier da nicht Saatgut reinladen? Hallo, ich würde gerne Saatgut aufnehmen. Ah, jetzt. Die Mod für...
Road Trains, wobei ich glaube, dass diesen Mod wir hier gar nicht benutzen können, weil die Map einfach viel zu klein ist. Also die Straßen sind so winkelig. Aber wir werden uns jetzt erstmal die Karte überhaupt angucken. Wie ihr seht, ist die Karte nur eine halbe Karte, was dem ganzen Spielgeschehen aber keinen Abbruch gibt. Also müssen wir doch hier rein. Weil wir hier eben, wie gesagt, wir müssen eine Produktionslinie verfolgen sozusagen. Wir haben hier mega viele Händler. Hier unseren Haupthof. Hier ist wohl nochmal ein Hof. Da ist noch ein Hofsilo. Wir haben eine BGA. Wir haben Rübverkauf, Landhandel, Kartoffelverkauf, Zuckerfabrik, Mistverkauf, Ballenverkauf, Beerenverkauf, Schneider. Da muss wahrscheinlich die Wolle hin. Getreidemühle, Verkauf. Was haben wir hier noch? Lebensmittel, Paletten. Kann sie irgendwie schlecht lesen. Lebensmittel, Palettenverkauf, Getreidehandel, Brennstoffhandel. Also mega viele Produktionszweige und das werdet ihr auch. Können wir hier gucken? Roggen, Dinkel. Also wirklich mega viele verschiedene Produkte auch. Und hier seht ihr, wir haben mega viele. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 Verkaufsstellen. Ich hoffe einfach mal, dass sie ordentlich miteinander konkurrieren. Dass wir ordentlich Ertrag kriegen. Und hier sehen wir eben, bis hier gehen die Rohstoffe. Und dann fängt es an mit, ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Fleisch, Brot, Holz, Bretter, Butter, Milch, Joghurt vielleicht, Sahne, noch mehr Fleisch. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Käse, Erdbeeren, Beeren. Ja, also wir sehen hier, der Lebensmittelverkauf, der nimmt uns einiges ab. Sonst nicht so viel. Der nimmt uns sogar Hackschnitzel ab. Ich weiß gar nicht, wofür die das brauchen. Vielleicht, um ihr Kühlhaus zu befeuern, damit es kühl wird. Also wir haben hier mega viele Produkte. Und das ist auch das, was ich mir eigentlich gewünscht habe, als nächstes zu spielen. Außerdem haben wir 75.000 Euro Schulden. Keine Tiere. Eier im Stall und eben das Gewohnte. Ja. Wir haben hier ordentlich was zu tun. Außerdem haben wir das erste Mal den Jahreszeiten-Mod drauf. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Seasons-Mod. Haben wir das erste Mal drauf. Daher bin ich gespannt, wie sich das alles anstellen wird. Und irgendwie hat das hier ein Bug. Wenn ich eine Maschine angehe, kann ich bloß 17 fahren. Also das müssen wir mal ein bisschen beschleunigen gleich. So, wir fahren jetzt erstmal zu unserem ersten Feld. Weil wir müssen natürlich da auch ein bisschen was bearbeiten. Durch den Realistik-Mod schiebt das angehängte Werkzeug, was du eben dran hast an deinem Trecker, das schiebt auch manchmal. Deshalb musst du in den Kurven ordentlich aufpassen. Kannst nicht einfach mit Vollgas in die Kurve gehen. Man trägt sich einfach aus den Kurven raus. So, wir müssen gerade mal gucken, zur 13 müssen wir, dann biegen wir hier mal ab. Ob, uiuiui. Komm, komm, Zetter. Gib Gas. Oh. Uiuiui, Willi. So, sind wir überhaupt bei der 13? Ja, die ist hier. Oh, cool, wie die Wege hier animiert sind, wie man die Unebenheiten spürt. Aber ich habe eigentlich den stärksten Traktor genommen, den wir haben. So, jetzt gucke ich gerade mal, ob ich hier überhaupt schon aussäen kann. So, Wachstum. Gekrubbert. Gepflügt werden muss es eigentlich noch. Was haben wir für Traktoren? Nur die zwei. Dann muss ich sagen, werden wir hier noch ein bisschen vorbereiten für die nächste Folge.
indem wir zum Zettor wechseln, den abkoppeln und dann mal ein bisschen Equipment anhängen, was wir verkaufen werden. Zum Beispiel den Miststreuer. Und was wollte ich noch verkaufen? Die eine Saatgutmaschine, weil ich glaube, die kann nur die kann Getreide machen. Ach, verdammte Axt, habe ich die falsche Saatgutmaschine. Falsche Saatgutmaschine gefüllt. Ah, hier gibt es sogar eine Tankstelle. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal das Zeug hier verkaufen. Vielleicht verkaufen auch den Zettor direkt, um uns noch einen leistungsstärkeren Faktor zu holen. Hallo! Ah, Mann! Wie ich die NPCs hasse. Ja, genau. Ey, kurz vor knapp stehen bleiben. Das habe ich gerne. Meine Herren. Ey, bin ich überhaupt richtig? Ja, ich bin richtig. Ich kann nicht vorwärts kommen. Ey, hallo, Stoppschild. Stoppschild! Ah. Okay, wir fahren einfach drüber. Ist ja nicht so wild. ja. Das ist also unsere neue Map, die wir im Let's Play hier spielen möchten. Ich hoffe mal, das wird genauso erfolgreich wie die Basel-Map. Da habt ihr mir ein sehr gutes Feedback gegeben, beziehungsweise eine Resonanz war da. Das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, die haltet ihr hier auch hoch. Und ich werde von der Sendezeit her wird es hier die alten Zeiten von der Basel-Map geben. Das heißt, Sonntag, Dienstag und Donnerstag wird es jeweils eine Folge geben. Und ja, sonst wie gehabt, Minecraft City 2 Minecraft City 2 Montag, Mittwoch und Freitag. Jetzt auch hoffentlich wieder regelmäßig. Was er leider in der letzten Zeit ein bisschen nachgelassen hat. Aber ich möchte mich bemühen, das wieder regelmäßig zu machen. So, verkaufen. Okay. Was kriegt man denn für die Maschine hier? Mal erst die Saatgutmaschine auffüllen, damit man den Düngestreuer auch noch brauchen kann. Da gucken wir mal, was wir für den hier kriegen. 45.000. Das heißt, wir hätten 60, 70, über 70.000. Dann gucken wir doch gerade mal in den Shop rein, was wir für 70.000 kriegen. Nichts. Einen Steier könnten wir uns noch holen. Aber der ist schwächer wie der Zettor. Welchen Zettor haben wir denn? Den hier. 220, nee, 127 PS. Also, damit wir auch ein bisschen wegkommen von unserem Waldra-lastigen Let's Play, werde ich mir wohl einen anderen zulegen. 143 PS. Ja, muss ich mir mal durchrechnen. Garage. Ich werde vielleicht den Pflug noch verkaufen. Kann ich den Pflug zurücksetzen? Oder wird der Pflug an den Händler zurückgesetzt? Probieren wir mal. Zurücksetzen.
sehe ihn nicht. Nee, ich glaube, die Sachen sind am Hof gespeichert. Gucken wir mal noch mal kurz. Flug. Ja, der ist am Hof. Okay, das heißt, es wird alles am Hof zurückgesetzt. Dann müssen wir bis zur nächsten Folge uns noch ein bisschen Kapital schaffen, indem wir manche Sachen einfach verkaufen. Und dann können wir... Oh, der ist doch voll geworden. Und dann können wir in der nächsten Folge richtig durchstarten. Ich bedanke mich bis hierhin bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis zur nächsten Folge. Auf der... Ich habe, glaube ich, gar nicht gesagt, wie die Map heißt, oder? Wer hat es denn erkannt? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr es wisst. In der nächsten Folge werde ich es erwähnen. Und bis dahin. Danke. Ciao.